Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse. Nun schon Folge 11 und ja, dieses Mal darf ich Seniore Würste begrüßen. Seniore Würste im Clan von TIE Fighter auch. Tja, und somit sage ich jetzt einmal eine sehr hohe Messlatte, die hier angesetzt wird. Aber wir wollen hier Seniore Würste, sage ich jetzt einmal, nicht mit TIE Fighter messen, sondern wir messen ihn an seinen Leistungen. Und seine Würste ist durchaus, sage ich jetzt einmal, ein ambitionierter Pilot, Nachwuchspilot, möchte ich nicht mehr sagen. Er ist zwar noch nicht auf Level 100 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber tja, er hat dennoch, sage ich jetzt mal, noch viele Schlachten vor sich, um bei so manchen Assen, die bis jetzt gezeigt wurden, hier zumindest quantitativ aufschließen zu können. Qualitativ, ja, da merkt man schon, er mit seiner Fiat CR42, da ist er eigentlich schon relativ gut vorne dabei, wenn nicht sogar ein Spieler auch der ersten Reihe. Die Fiat CR42, der ein Flugzeug, das ein Opfer, möchte man fast sagen, eines Technologiewechsels wurde. Es war an und für sich ein recht gutes Flugzeug, aber sie wurde links und rechts überholt von der damals neuen Technologie der Tiefdecker, wie zum Beispiel der deutschen 109 oder auch den britischen Hurricanes und insbesondere den Spitfires und weiteren. So, hier aber nun die CR42, in Warfighter auch ein Flugzeug, das ich ja noch lieber spielen würde, wenn es ein bisschen besser umgesetzt wurde. Und tja, während Seniore Würste sich hier bereits mit dem ersten Gegner herumschlägt und man muss durchaus sagen, hier ein hohes Maß an Hartnäckigkeit beweist, der möchte ich noch sagen, die Tatsache, dass die CR42 aus heutiger Sicht bei ihrer Einführung schon als veraltet galt, ist hier in War Thunder vermutlich ein bisschen zu wörtlich genommen worden, denn die Flugeigenschaften sind noch relativ gut, aber ja, die Kanonen, die verlangen durchaus ein hohes Maß an Eigenmotivation, denn ja, den Luxus, den man unter anderem von den deutschen MG-151 Kanonen und so weiter gewohnt ist, den vermisst man hier mehr als schmerzlich. Ja, der erste Luftkampfwing ist jetzt vorbei. Ein paar Treffer konnte er landen. Hier bitte auch zu berücksichtigen, es handelt sich hier um ein Replay. Somit ist die Synchronisation der Schüsse und auch der Treffer nicht wirklich perfekt. Es wirkt immer wieder, als würde man die ganze Zeit ganz klar daneben schießen. Dem ist nicht so. Ab und zu bitte auch einen Blick unten in der Mitte auf das Punktokonto werfen. Und dann merkt man auch, wenn ein Gegner raus ist, beziehungsweise jetzt hat man es gerade gesehen, es war der erste Kill von Seniore Würste. Relativ souverän, dürfte ja auch ein Pilotenkill gewesen sein. So, aber es geht weiter. CR42 natürlich ein Doppeldecker. Ein Doppeldecker, der hat natürlich seine Stärke in der Wendigkeit und die wird von Seniore Würste hier auch imposant ausgespielt. So, aus allen Lagen wird hier geschossen. Und ja, der Gegner hier schon schwer beschädigt und somit auch Abschuss Nummer 2 für Seniore Würste. So, es geht weiter. Allerdings ja kein Gegner in der Nähe und nun werden wir mal einen kurzen Cut machen. So, Cut wurde gemacht. Was ist inzwischen passiert? Tja, an Gegnern nicht allzu viel. Es gab eine Landung, es gab einen Start. Ein wenig insofern auch, sollte sich jemand wundern, ja, wie viel Munition hat Seniore Würste hier eigentlich dabei? Tja, ich sag mal zweimal zumindest die volle Ladung. Denn einmal wurde ordentlich aufgetankt, nicht nur an Treibstoff, sondern auch am Munitionsvorrat. Nun vor ihn, man sieht schon, der gegnerische Flugplatz, das Flugfeld und auf diesem Battle Rating, ja, wir sind hier ziemlich weit unten, da ist natürlich die gegnerische Flak, ja, die hat eine Präzision auf 1000, auf 2000, auf 3000 Meter, manchmal kommt es einem vor, auch noch wesentlich mehr, tja, wo eine Durchschlagskraft und eine Präzision zum Tragen kommt, die wirklich sensationell ist. Also da sage ich jetzt einmal, da ist die reale Waffentechnik noch weit davon entfernt, so genau zu schießen. Und ja, die Zerstörungskraft zugleich, sage ich jetzt einmal, ja, derart groß, dramatisch, vernichtend, ja, da wird sogar Dr. Frankenstein neidisch.
So, nun aber unter ihm eine durchaus spannende Situation. Zwei Hurricanes. Und Senior Wüste hat hier nun einen Höhenvorteil. Versucht nun auf die erste Hurricane zu gehen. Und ja, nimmt sie raus, somit für ihn die Situation einigermaßen entschärft. Es gibt allerdings noch die zweite Hurricane. So, der weicht dann nun aus. Ein Head-on mit den italienischen MGs nicht wirklich zu empfehlen. So, versucht nun die Hurricane in den Kurvenkampf zu bringen. Die Hurricane spielt hier auch einigermaßen mit, das ist sehr gut. So, hier nun, ja, die Hurricane natürlich, das muss erwähnt werden, auch ein wendiges Flugzeug. Allerdings, wenn es um längere Dogfights geht, da ganz klar hat die 4 CR-42 einen Vorteil. Und jetzt auch, ja, eine sehr gute Entscheidung. Die Hurricane taucht nach unten weg, ist nicht allzu weit entfernt vom eigenen Flugfeld. Und Senior Würste, er taucht nicht nach, denn er könnte hier wohl kaum aufholen. Würde die Höhe aufgehen, würde sich auch in Gefahr begeben und bleibt hier, ja, wohl überlegt auf der Höhe. So. Nun auch immer wieder der Blick, wo sind die Gegner? Der eine ist noch unter ihm, den sieht er immer wieder, da geht auch der Blick immer wieder mal nach unten. Aber es ist nicht der letzte Gegner, da gibt es noch mehr. Und ja, so viel sei verraten, auch wenn man sie jetzt nicht sieht. Unter anderem auch eine Sunderland, und die Sunderland auf diesem Battle Rating ist natürlich, wenn man so möchte, auch ein bisschen ein fliegender Todesstern, den ich mir zumindest, wenn ich in diese Situation komme, meistens bis zum Schluss aufhebe, denn es ist einfach, sage ich jetzt einmal, nennen wir es das eigene Verletzungsrisiko einfach zu hoch. Da bin ich eher bemüht, die gegnerischen Jäger, sage ich jetzt einmal, ja, von der Teilnahme an der nächsten Schlacht zu überzeugen. So, nun haben wir unten, man sieht die Sunderland und auch im Schlepptau könnte man sagen, ein Jäger, das dürfte vermutlich auch eine der Hurricanes sein. Der Blick auch immer wieder, ja, wo sind die anderen? Er weiß, es gibt noch mehr als zwei Flugzeuge. Wo ist die Nummer 3 jetzt? Fliegt nun über beide hinweg, knapp unter 2000 Meter. Die Sunderland, ja, die ist fast jetzt die fliegende Flakstellung für die, man sieht sie jetzt ja, für die Hurricane. Nun taucht er runter, täuscht kurz an, geht aber sofort auf die Hurricane, eröffnet das Feuer. Hat auch die ersten Treffer schon gelandet. So, nun kommt die zweite Hurricane. Jetzt heißt es natürlich, Vorsicht ist geboten. Was macht die Sunderland? Was macht die eben bearbeitete, wenn man so die Hurricane? Geht nun auf die nächste zu. Denn die ist ja wohl noch im Top-Zustand. Aber auch hier wieder gehe ich mal davon aus, er wird das Head-On vermeiden. Ja, das macht er auch. Er taucht nach unten weg. So, zieht wieder nach oben. Vernichtet somit das Schussfenster für die Hurricane. Die hören sofort wieder nach. Man sieht hier auch, der von der Geschwindigkeit immer noch im äußerst kontrollierbaren Bereich. Die beschädigte Hurricane auch nun unter ihm ist nun auch wieder da. Es ist wieder ein 1 vs 2 Duell. Beziehungsweise, wenn man so möchte, 1 gegen 1,5. So, nun die Hurricane, ja, hier ein schönes Schussfenster, er hält drauf, nimmt sie raus, hier nun die nächste, eine MK4, höchste Vorsicht ist geboten, denn die hat 240mm Kanonen, wenn die treffen, ja, dann tut es ordentlich weh, aber sie hat bereits Auflösungserscheinungen provoziert durch, ja, die Treffer von Senior Würste, er hält drauf. Ja, jetzt werden schon die letzten Munitionsreserven noch rausgelassen. So, taucht nochmal nach. Die Spitfire hier, sie ist schon stark am Kämpfen, kann nicht mehr entkommen. Ist natürlich zwar schneller, aber nicht so viel schneller, als dass ich hier einfach mal schnell abhauen könnte. Das heißt, nicht die Qualität einer Heinkel 100. Und das war nun Kill Nummer 5. Und ja, 5 schöne Kills, wenngleich muss man auch sagen, tja, hart erarbeitet und somit auch verdient. Und ja, das waren die 5 Kills von Senior Würste vom Clan Arob, wo der Clan-Leader Diefighter ist. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch und wirklich eine tolle Leistung. Senior Würste, möchte auch dazu sagen, er hat mir mehr als ein Replay zukommen gelassen. Ich habe mich am Ende für die CR-42 entschieden. Beide Replays nahmen sich nicht viel, aber tja,
die CR42. Sie war noch nicht dabei. Und auch im Club Dase soll es ein wenig Abwechslung geben. Ja, und nun auch ganz offiziell kann ich nur sagen, willkommen im Club der Ase, Senior Wüste mit seiner Fiat CR42. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann lass es mich und insbesondere auch Senior Wüste wissen. Lass einen Kommentar da, lass ein Like da. Und wenn du sagst, naja, alles schön und gut, aber tja, war gar nicht mal so schlecht, ich kann das aber besser oder zumindest genauso gut, dann ja, tritt einfach den Beweis an, lass mir ein Replay oder idealerweise ein Video als Aufzeichnung zukommen. Es würde mich freuen und sicher auch die anderen Zuseher vom Club der Ase. Und ja, auch wenn es momentan, das muss ich erwähnen, ein bisschen länger dauert, denn ich habe die glückliche Situation, dass ich sehr viele Zusendungen bekomme. Ja, wenn es einigermaßen passt, dann ist es an und für sich nur eine Frage der Zeit, bis auch du hier die Chance erhältst, sofern das Replay und das Video stimmt, hier auch in den Club der Ase aufgenommen zu werden. Ich bedanke mich nun bei Senior Wüste für die Einsendung. Ich bedanke mich auch bei dir. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier auf meinem Kanal warst. Und ja, es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.